Wolken. Jede einzelne ein Unikat. Manche sehen wie Zuckerwatte aus. Und wirkt diese nicht, als hätte unser letztes Stündlein geschlagen? Wolken bringen aber auch Schatten. Sie transportieren Wasser und liefern es als Regen aus. Das kostbarste Gut für das Leben auf der Erde fällt dank Wolken einfach vom Himmel. Nur leider geschieht das oft da, wo schon genug Wasser ist, während es woanders trocken bleibt. Aber was, wenn wir Wolken lenken würden? Könnten wir dann Feldern Regen bringen und heißen Städten schattige Abkühlung? Aber welche nehmen wir? Gibt es unter den Wolken welche, die sich mehr dafür eignen, angezapft zu werden als andere? Ganz oben in unserer Atmosphäre, in 10, 11, manchmal sogar bis 15 Kilometer Höhe, da sind die Eiswolken. Ja, das sind Cirruswolken, die bestehen da nur aus Eiskristallen. Und dort oben ist es nämlich sehr kalt, minus 50 Grad. Und die sind dann mehr transparent und so faserig, milchig. Das sind sie also, die Milchkühe unter den Wolken. Fragt sich nur noch, wie wir die Feuchtigkeit aus ihnen herausbekommen. Wolken kann man sich eigentlich auch vorstellen wie so eine Zuckerwattenmaschine. Bei der Wolke brauchen wir ein Aerosol, bei der Zuckerwatte brauchen wir einen Stab. Und der Stab, der sammelt jetzt eben diesen ganzen Zucker auf. So wie es bei der Wolke der Aerosolpartikel die ganze Wassermoleküle aufsammelt, sammelt jetzt hier mein Stab die ganzen Zuckerfädchen auf. Mal langsam. Aerosole sind winzige Partikel. Zum Beispiel feiner Sand, den der Wind aufwirbelt. Auch Pollen gehört dazu. 1947 unternahm das US-Militär gemeinsam mit der Firma General Electric ein groß angelegtes Forschungsprojekt, um Wolken mit Substanzen zu impfen. Unter der Leitung des Chemie-Nobelpreisträgers Irving Langmuir streuten die Forscher Trockeneis in eine Wolke. Ein Eingriff, der einen enormen Schneesturm auslöste. Doch bereits 10 Jahre später griff man die Idee wieder auf. Als neues Aerosol sollte Silberjodid fungieren, mit dem man die Wolken beschoss. Das alles, um mehr Schnee zum Skifahren zu haben, mehr Wasser für Flussschifffahrt und Landwirtschaft. Jetzt mal ehrlich, das funktioniert? Und wenn, wäre das nicht ein Riesenproblem? Denn sagen wir mal, China lässt eine Wolke abregnen, und zwar bevor diese Wolke auch Indien Niederschlag bringen könnte. Also das ist eher ja, sehr schwierig, daran zu glauben, dass das große Erfolge bringt. Dennoch sollen heute rund 50 Staaten aktive Wolkenimpfung betreiben. Ein berühmtes Beispiel. Unter großem Aufwand schoss man 2008 in China Silberjodid-Raketen auf Wolken über Peking, damit die Olympischen Spiele unter blauem Himmel stattfinden konnten. Zumindest das scheint geklappt zu haben. Auch wenn es eine Portion Zufall dafür braucht. Viel falsch machen kann man da vermutlich nicht, oder? Wenn ich eine ganze Menge Aerosole reinmache, dann ist es natürlich das Gegenteil von dem, was ich möchte. Dann sind die Tropfen kleiner und der Regen wird prinzipiell eher unterdrückt. Zu viele Aerosole verhindern, dass sich große Tropfen bilden. Der alte Spruch, viel hilft viel, gilt zumindest bei den Aerosolen nicht.